Warum hat das Blut vergossen? Warum? Keine Ahnung. Du weißt es schon. Du bist ein Bridgie Brother. Du siehst es dir an. Du kannst es nicht verleugnen. Du weißt es an deinem Schmunzeln an. Du bist ein Bridgie Brother. Und ihr alles zusammen. Ihr wisst es auch genau. Okay. Oder darf ich einfach so beten, ohne die Hand auflegen? Einfach nur so beten. Ist das okay für dich? Ja, okay. In Jesu Namen, der Rückenschmerz muss verschwinden und der Fußweh muss verschwinden in Jesu Namen jetzt. Also Jesus hat alle Schmerzen und Krankheiten schon getragen, oder? Vor 2000 Jahren schon. Und darum ist jede Krankheit und Schmerzen illegal. Darum kann man es einfach in seinem Namen wegbefehlen. Ja? Das ist so einfach. Ja, du mal checken. Wir erleben das immer wieder. Mehrmals am Tag. Mhm. Du mal checken, Rückenweh. Wie viel hast du jetzt von 0 bis 10? Von 0 bis 10? So 1. 1? Okay. Und vorher hast du wie viel gehabt? 4? Okay, krass. 3 Viertel? Das 1 bringen wir auch weg. Einverstanden? Okay, der Schmerz muss verschwinden in Jesu Namen jetzt. Ich könnte dir auch helfen, weil es ist der Name Jesus. Hey? Es ist der Name, ich sage das jetzt wie, schau. Es ist der Name Jesus und der Glauben an den Namen, was Wunder bewirkt. Okay? Auf 3 könnt ihr sagen, in Jesu Namen Schmerz muss weg. 2, 3. In Jesu Namen der Schmerz muss weg. Genau, hey, come on. Du noch mal checken, so? Ja, gut. Keine Schmerzen mehr? Nein. Hey, gib mir Freude. Jesus liebt dich. Ja, das ist surreal, weißt du? Das ist surreal. Er hat alle Schmerzen getragen und darum geht er weg. Weil er es schon getragen hat, weißt du? Genau. Und beim Fuß, wie sieht es beim Fuß aus? Ah, ist auch gut. Ehrlich? Halleluja, come on. So ist Jesus. Weißt du, du hast dich jetzt auf Jesus eingelassen, eigentlich, oder? Vielleicht am Anfang ein bisschen zögerlich und so, aber du hast dich doch darauf eingelassen. Und was ist passiert? Der Schmerz ist weg. Was würde passieren, wenn dein ganze Leben, dein Herz würdest Jesus geben? Was würde denn passieren? Was würde passieren? Hat jemand eine Idee? Also weißt du jetzt, was wäre Konsequenz? Jetzt ist, hat sie sich darauf eingelassen mit ihrem bezüglich. Ja, keine Schmerzen mit dem Herz oder auch keine Sünde mehr. Weißt du, er macht das Herz vollkommen, so wie Gott. Und nachher kann Gottes Geist in dir wohnen. Da hast du eine intime Beziehung mit Gott, weißt du? Nicht nur der Herr Gott im Himmel, hoffentlich gehört er meine Gebete. Weißt du, nicht eine Fernbeziehung, sondern nachher ist der Gottes Geist in dir wie ein Coach oder wie ein Papa, weißt du? Was ich meine? Da kannst du eine intime Beziehung haben zu einem Vater. Das ist die gute Nachricht da. Habt ihr eine schnelle Minute? Ist gut. Könnt ihr noch mal ein bisschen näher zusammenkommen? Das Herz bedeutet, Gott liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat uns geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Einverstanden? Kommst du so weit mit? Und dann das Zweite, hat es eine Trennung gegeben zwischen Mensch und Gott. Darum haben wir all das Leid auf dieser Welt. Krieg, wir verletzen einander, manchmal Missbrauch erleben. Warum sind wir so egoistisch geworden? Also wenn wir jetzt vergleichen mit Gott, Gott ist ja vollkommen und hat uns Menschen am Anfang auch vollkommen geschaffen, oder? Aber was ist da passiert, ja? Gar nicht. Ja? Weil der Mensch auf sich schaut. Ja, genau. Auf sich schauen, egoistisch eigentlich, oder? Ja, das ist Egoismus, oder? Was du sagst, oder? Warum ist der Mensch egoistisch geworden? Hast du eine Idee? Weil er immer besser hat wollen werden. Ja, Moment mal schnell, vielleicht mit dem, wenn es möglich ist. Weißt du, damit es nicht ablenkt. Genau. Und, ja, das hat ja seinen Anfang gehabt, dass wir so wahr geworden sind. Oder? Dass wir sind eigentlich brutal downgraded worden am Anfang. Oder? Weil wir sind mal mit Gott zusammen im Paradies gewesen, weißt? Aber nachher sind wir downgraded worden, sind egoistisch geworden. Wir haben uns längst daran gewöhnt, weißt? Ich denke, das ist normal. Jeder tut mal Lügen stellen, schlecht reden über andere. Aber normal wäre eigentlich die Vollkommenheit. Das Angebot ist Standard Gottes, oder? Wir sind auch mal so gewesen, so vollkommen. Aber nachher ist der Sündenfall, magst du dich erinnern an die Geschichte? Adam und Eva mit dem Äpfel und Schlangen, oder? Ah, ja. Genau, okay. Die haben sich eigentlich... magst du noch mal schnell hören? Okay. Also ich kann schon verstehen, dass man lachen muss, weil es ist so heftig anders als das, was die Kirche sagt, oder? Und so anders als was die Welt sagt, oder? Genau. Okay, weißt du, jetzt ist die Schlange gekommen, sie sind sich auf die Lüge eingefallen von der Schlange, haben sich eigentlich Satan unterworfen, oder? Und haben so seine egoistische Natur von Satan übernommen. Und wir natürlich auch. Weil wir von ihnen abstammen, einverstanden. Und mit dieser Natur können wir nicht Beziehung haben mit Gott. Wir können nicht mit Sünde in den Himmel. Wir brauchen Rettung, sonst würden wir an den gleichen Ort herkommen wie Satan. Und Gott will natürlich, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit verbringt im Paradies. Darum hat Gott eine Brücke hergestellt, damit jeder, der wieder in Beziehung mit Gott wegkommen kann, über die Brücke. Was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Was beinhaltet die Brücke da? Hat jemand eine Idee, dass du schaust? Was ist da für ein Zeichen? Ah, ein Kreuz, genau. Was ist passiert am Kreuz? Er ist verkauft worden. Genau, warum?
Warum ist er aufgehängt worden? Was ist passiert am Kreuz? Warum ist er gestorben am Kreuz? Warum? Ja. Er hat das Blut verloren. Ja, er hat das Blut vergossen für wer? Für Tiere oder für Menschen oder für wer? Für wer hat das Blut vergossen? Ja. Für dich, für mich oder für wer? Für alle. Für alle, genau. Er hat für uns. Und warum hat es es gebraucht, weißt? Warum hat es das Blut vergossen? Warum? Keine Ahnung. Du weißt es schon. Du bist ein Bridgie Brother. Du siehst es dir an. Du kannst es nicht verleugnen. Du weißt es an deinem Schmunzeln an. Du bist ein Bridgie Brother. Und ihr alles zusammen, ihr wisst es auch genau. Warum hat er das Blut vergossen für uns? Warum? Ja. Was ist mit dem 10 Geboten? 10 Geboten, die wir versifft haben. Wir haben es überall, weißt du? Weißt du, wenn ihr nicht reagiert, macht ihr nichts. Hey, kommt nur noch mal. Die macht im Fall nichts, wenn ihr nicht reagiert. Ja, die geht von allein wieder weg. Einverstanden? Könnt ihr noch mal schnell zusammenrücken? Das 10 Gebote, die Gott gegeben hat, das ist die Vollkommenheit, die wir haben müssen. Hat jeder versifft. Vielleicht jeden Tag 3 bis 10 Mal, und wir sündigen. Und das ganze Leben lang, oder? Das ist ein riesen Schuldenberg, den wir von Gott haben. Und wer zahlt die Schuld? Jesus hat verdient, Gott selber ist Mensch geworden, hat alle Schulden von uns Menschen auf sich genommen und hat zahlt mit seinem Blut, wie du sagst, ja. Und hat er das für jeden Mensch gemacht? Ja. Und ist jetzt jeder, ja, das stimmt, er hat es für jeden Mensch gemacht. Nicht nur für Christen, sondern für alle Menschen. Und ist jetzt jeder automatisch gerettet, kommt jeder in den Himmel. Automatisch. Oder was braucht es von uns her? Also wenn, jetzt da, wenn du hier schaust, Bruck, oder? Er hat es zugänglich gemacht für jeden Menschen, oder? Jeder kann drüber, wo will. Aber es braucht Entscheidung von jedem Einzelnen, dass er über die Brücke auch wirklich geht. Einverstanden? Gott schreist uns nicht zu sich, sondern er lässt uns den freien Willen, ob wir Beziehung mit ihm, oder? Einverstanden? Und die Brücke beinhaltet eigentlich Jesus, weißt? Wir müssen Jesus, unser Leben Jesus geben. Und danach sind wir safe. Einverstanden? Wir müssen an Jesus glauben. Jesus zu unserem Herr machen. Einverstanden? Macht das Sinn? Im Herz? Okay. Hey, mega cool. Kannst du einfach Jesus bitten, komm du mein Leben, bist du mein Herr. Und Jesus bekennen als dein Herr auch vor den Kollegen. Jesus ist mein Herr. Und glaube, dass Gott ihn auferweckt hat und du wirst gerettet. Ja, ist gut. Gib dir das mit, dann kannst du in aller Ruhe auf der Website schauen. Und ich tue jeden Tag so Videos veröffentlichen, wo Leute geheilt werden. Du hast, glaube ich, irgendjemand hat noch Schmerzen gehabt, noch von euch, gell? Hast du auch noch etwas gehabt? Ja? Nimm ja, hast du keine Schmerzen mehr? Also, ja. Oder wie viel hast du noch von 0 bis 10? Ja, schon am Anfang 1 gehabt. Ja, ehrlich? Jetzt ist das Alte gerade über den Heiligen Geist. Das ist cool, mega. Du hast auch noch etwas gehabt? Ja. Ja. Ich bin nicht so gut mit dir. Wie? Ich bin nicht gut mit dir. Ah, ehrlich? Von wo kommst du? Französisch. Nein, Französisch. Französisch, ehrlich. Hey, mega cool. Hey, welcome in Switzerland. Ja. Hey, so. Du kannst auch recht gut schon. Cool. Ja. Okay, ist gut für euch. Schön zusammen, gell? Tschüss, ciao.